Um die Kostenreduktion bei Spezialisierung besser zu verstehen, schauen wir uns hier ein Rechenbeispiel an. In diesem Beispiel sind zwei Produzenten gegeben und zwei Produkte. Die Produzenten sollen von den Produkten jeweils eine bestimmte Gesamtmenge herstellen. Das steht in der Tabelle hier. Und zwar natürlich zu minimalen Gesamtkosten. So, die Produzenten verfügen über dieselbe Technologie und stehen jetzt vor der Wahl, ob jeder Produzent von beiden Produkten jeweils die Hälfte herstellt oder ob die Produzenten sich auf die Herstellung jeweils eines Produktes beschränken und die von diesem Produkt erforderliche Menge alleine herstellen. Okay? Gegeben ist dann also folgende Tabelle. Die Gesamtmengen habe ich schon genannt. Von Produkt A sollen 30 hergestellt werden und von Produkt B 40. Die Kosten der ersten Einheit sind auch gegeben. Das müssen wir wissen. Das ist dieses A von 1 und das hier ist KB von 1. Die Kostensenkungsrate ist auch gegeben, 20% und 15% jeweils und daraus können wir dann das C auch ausrechnen. Das sind diese Werte. Und ja, um zu sehen, welche Option besser ist, also dass beide die Hälfte produzieren oder also die Hälfte jeweils produzieren oder ob sie sich jeweils spezialisieren und einer produziert nur A und der andere nur B, müssen wir einfach vergleichen, wie die Gesamtkosten sind. Einmal ohne Spezialisierung, einmal mit Spezialisierung. So, der Fall ohne Spezialisierung sieht eben so aus, dass beide die Hälfte der erforderlichen Menge produzieren. Das hier können wir noch nennen NA und NB. Eben hat man noch definiert, dass bei der stetigen Vereinfachung können wir für die Gesamtkosten eben schreiben 1 durch 1 minus c mal k von 1 hoch, sorry, mal n hoch 1 minus c. Ne, das kam raus durch die Vereinfachung der stetigen Formulierung, wenn Sie ein paar Zeilen weiter oben lesen in Ihrem Skript. Und wenn wir da einfach einsetzen, kriegen wir raus, dass ja, also es wird jeweils die Hälfte produziert. Dann haben wir also von Produkt A die Hälfte hier. Und von Produkt 2 haben wir hier die Hälfte, jeweils mit der Formel hier eingesetzt. Und weil beide die gleiche Technologie haben, ist das für beide äquivalent, deswegen schreiben wir vor das ganze Ding nochmal eine 2. Okay? Und da können wir jetzt alles einsetzen. CA, KA, NA. Und wenn Sie das machen in Ihren Taschenrechner, kommen Sie am Ende auf Gesamtkosten von 340,33. Okay? Also das hier ist die Hälfte von dem, was Hälfte der Gesamtmenge von A. Okay? Und das hier ist die Hälfte der Gesamtmenge von B. Und weil wir ja die ganzen Gesamtmengen haben wollen, schreiben wir vor das Ganze noch eine 2. Und wir müssen hier nicht nach den Produzenten unterscheiden, weil die ja die gleiche Technologie haben. Wenn wir das gemacht haben und die Gesamtkosten ausrechnen, kommen wir auf 340,33. Und das können wir jetzt vergleichen mit dem Fall, wo die beiden sich spezialisieren. Und da fragen Sie sich jetzt vielleicht, wer spezialisiert sich hier auf was? Ist total egal, weil wir angenommen haben, dass die Technologien gleich sind, weil es hier nicht um die Technologie geht, sondern um reine Spezialisierung. So, wenn die beiden sich spezialisieren, heißt das, der eine produziert nur A und der andere produziert nur B. Der A produziert, produziert jetzt also die gesamte Menge NA. Und da haben wir wieder, da setzen wir einfach wieder eine D-Formel für die Gesamtkosten. Zur Erinnerung, die sah so aus. Also der A produziert, hat halt diese Gesamtkosten. Und der B produziert, also die Menge 40, hat dann diese Kosten. Und wenn Sie da überall dann einsetzen, was in der Tabelle gegeben ist, also CA, KA und NA und CB, KB und NB,
kommen Sie insgesamt auf 280,03. Und wir haben es also mit einer signifikanten Kostensenkung zu tun, die zugleich den zu verteilenden Kooperationsgewinn darstellt. Also der Kooperationsgewinn ist gleich 340,33, das was die Gesamtkosten vorher waren, minus 280,03. Ne? Das, was da gespart wird, ist ein potenzieller Kooperationsgewinn und das können die beiden irgendwie unter sich aufteilen.